Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Klaus Pfleger. Ich bin WIM System Engineer und darf Sie zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Nachdem es sehr typisch ist, dass sich kurz vor quasi oder bei offiziellen Beginn des Webinars noch viele Personen einwählen, möchte ich Sie noch kurz um Geduld ersuchen. Wir werden in circa einer Minute dann tatsächlich das Webinar starten. Vielleicht vorweg ganz kurz eine Rückmeldung, die mir der eine oder andere vielleicht geben könnte. A, ob Sie mich soweit gut verstehen, beziehungsweise B, ob Sie auch die Präsentation, also die Präsentationsansicht soweit auf Ihrem Bildschirm sehen können, wenn Sie mir da vielleicht ganz kurz Feedback geben könnten. Wunderbar, sehr schön, das heißt, Sie sehen meine Folien, Sie hören den Ton. Das ist gut, das sind immer typischerweise schon mal die Hoppalas, die man zu Beginn bei solchen Veranstaltungen hat. Es ist 10:01 Uhr, ich würde sagen, wir werden beginnen. Nochmals willkommen bei unserem Webinar zum Thema Exchange. Nachdem Exchange ein sehr breites oder breit verständliches oder breit aufgestelltes Thema grundsätzlich ist, habe ich mir heute einige Kollegen aus der Branche eingeladen, die also hier auch ihre Sicht auf Exchange 2016 präsentieren werden. Das ist zum einen Raphael Köllner, ein ausgewiesener Experte im Bereich Microsoft, speziell auch für Exchange. Zum anderen ist das Martin Etzhardt von der Firma Quava, die sich hier mit Lösungen für das Thema Archivierung von E-Mail speziell beschäftigen. Sie wissen ja vielleicht, Archivierung ist nicht das gleiche wie Sicherung per se. Ganz kurz zu quasi Ihrem Gastgeber, wenn Sie so wollen. Das ist also WIM. Wer sind wir? Was machen wir? Wir sind bekannt dafür, Lösungen für Management und Datensicherheit, gesamt gesehen quasi Verfügbarkeit für speziell virtuelle Umgebungen zu bauen, zu schaffen. Das machen wir relativ erfolgreich, wie Sie hier an diesen Zahlen oder sehr erfolgreich, wie Sie hier an den Zahlen sehen können. Ich werde in weiterer Folge dann im dritten Slot Ihnen auch einiges vorstellen an Funktionalitäten, an Mechanismen, die relevant sein können für den Bereich Microsoft Exchange. Damit möchte ich auch quasi gleich ins Thema direkt einsteigen, konkret ins Thema insofern einsteigen, als ich hier die Moderatorenrolle an Raphael Köllner weitergeben darf, mit der Bitte, sich zum einen kurz vorzustellen und dann in das Thema einzusteigen. Vielen Dank, Raphael, bitte. So, ich hoffe, man hört mich. Hört man Ja, ich mich? höre dich, Perfekt. wunderbar. Den Bildschirm sehe ich allerdings von dir noch nicht. Ja, das kommt, das kommt, das kommt, das Das kommt, kommt. das ist sehr schön. Perfekt. So, man müsste jetzt gleich Ja, was sehen, perfekt, nämlich den wunderbar. blauen zweiten Monitor. Ich hoffe es, dass es jeder sehen kann. Ich sehe jetzt den Windows-Hintergrund, also sprich deinen Genau, Desktop, plus perfekt. die Perfekt. Ansicht eben noch von der Perfekt. So, dann kommt Bearbeitungs. jetzt mal mein kleiner Foliensatz. Wir haben auch erstmal von mir Hallo und herzlich Verzeihung, darf ich willkommen. noch ganz kurz unterbrechen? Ja, Du klar. müsstest bitte die Bildschirme tauschen. Wir sehen jetzt nämlich deine Ach so, mal. Präsentatorenansicht. Okay, dann tauschen wir mal gerade die Bildschirme. Wir machen einfach Bildschirmduplikat. Nee, das bringt nichts. Oder? Jetzt gucken wir mal gerade. So, besser, oder? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich klinke mich damit jetzt mal fürs Erste aus. Danke dir. Perfekt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ich habe meine Standardfolie jetzt einfach mitgebracht. Ich bin auf der einen Seite IT-System-Engineer bei einem großen Microsoft-Partner und parallel arbeite ich bei den Zehber Rechtsanwälten. Also mache so den Spagat zwischen den juristischen Themen und auch den technischen Themen. Bin seit 2013 MVP für Office 365 und jetzt neuerdings heißt es dann Office Service und Server und Services. Bin mit Michael Kirst, der Teil dieses Webinars, glaube ich, im letzten Jahr war, soweit ich es mitgekriegt habe, Lead der Office 365 Community hier in Deutschland, auch Windows 10 Community und Co. Bin Blogger, Podcaster und so weiter. Um jetzt nicht zu viel zu erzählen, man kann gerne nachher nochmal fragen, gehe ich mal direkt weiter in Richtung des Themas. Ja. Ich glaube, hier durch das Duplizieren muss ich gerade mal springen. Machen wir das so. Ich habe eine Standard quasi Anfangsfolie und dann gehen wir weiter rein. Also Thema ist, wie Sie ganz am Anfang wahrscheinlich schon gesehen haben, Exchange 2016 mit dem Schwerpunkt Archiv, Backup. Was gibt es da Neues?
Also Exchange 2016 ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt. Wir haben da auch verschiedene Versionen und Builds schon draußen in Richtung, also was macht Microsoft eigentlich? Ich habe hier eine schöne Folie aus dem EU-Markt genommen. Wir gehen ja wirklich mehr in die digitale Industrie. Es geht in Richtung Cloud. Auch viele Microsoft-Produkte, auch den Exchange Online, kann man eigentlich gar nicht mehr so hundertprozentig alleine betrachten. Es gibt viele Tools, die in Kombinationen arbeiten. Und da gehen wir auf einige auch heute ein. Also hier nochmal so die Übersichtsfolie, in welche Richtung, wo wir uns thematisch quasi dann auch bewegen. Das digitale Europa sozusagen, wo auch genau die Partner Wirm und auch Guava da stark sind und in Kombination mit Exchange Online Microsoft-Produkten auch wunderbar arbeiten können. Gut, zwei ganz wichtige Sachen zur Übersicht. Wir sprechen, wenn wir über den Exchange Online sprechen, über die Microsoft Cloud, speziell dann auch um Office 365, ist aber auch einzeln buchbar. Also ich muss nicht das gesamte Office 365-Gebiet nehmen. Wir sind aktuell, da ist diese Folie, die habe ich mal direkt mit aktualisiert, schon bei 91 Countries, wo wir Exchange Online hosten können. Exchange Online ist im Moment bei allen Enrollments, also bei allen Versionen schon auf 2016. Also da ist die Migration schon abgeschlossen. Vorher war man noch auf 2013, also im Exchange Online quasi Nähe der 2013er Version. Wir sind aber jetzt alle schon in der 2016er Version, also in dem Exchange Online sogar schon weiter als die, die wir on-premise haben. Ganz interessant wird, dass wir gegen Ende dieses Jahres auch in Deutschland die ganze Verfügbarkeit haben, sozusagen da bei 92 Countries sind und dann auch Exchange Online betreiben können. Gegen Ende dieses Monats kann Exchange Online sogar in der eigenen VM schon betrieben werden. Das heißt, wenn ich eine virtuelle Maschine nehme und die nach verschiebe, kann ich Exchange 2016 auch gegen Ende des Monats, wenn die Azure Cloud GA geht, auch in Deutschland betreiben und kann dann zum Beispiel auch eine Hybrid-Umgebung mit meinem Exchange beispielsweise ab 2010 aufbauen und kann dann quasi auch die Archivierung und das Backup benutzen. Aber da gehen wir jetzt einfach mal schneller weiter. Was eine Neuerung ist, die ich auch direkt am Anfang immer gerne mitsage, auch wenn es um Archivierung, Backup, Security und Compliance geht, das ist das, was wir uns immer bei der Produktgruppe gewünscht haben. Wir haben seit einiger Zeit schon das Security und Compliance Center. Wer das noch nicht gesehen hast, ganz kurz, hier kann ich nicht nur Archivierung, also Aufbewahrungsrichtlinien, Berichte und Co. und Dienstüberprüfungen machen, sondern ich kann auch Richtung SharePoint, Yammer und Co. gehen. Exchange, da sind wir natürlich alle mal ganz glücklich, ist immer das erste Produkt, was hier reinkommt und wo wir hier quasi auf einer Sicht und an einem Portal alle Informationen bekommen. Leider ist es im Moment noch so, dass man bei bestimmten Funktionen aus diesem Compliance-Portal rüber in die Exchange-Konsole wechselt. Und dieses Portal gibt es im Moment nur in dem Office 365, also Exchange Online bzw. Office 365-Bereich. Für die On-Premise-Version gibt es sowas noch nicht. Wir haben uns das natürlich auch gewünscht, dass man das im Admin-Center dann unterbringt und da alles quasi an eine Stelle verfrachtet und man nicht so ein bisschen hin und her spricht, beispielsweise von Nachrichtenflussregeln zu allem Möglichen. Ich komme da einfach gleich noch mal ein bisschen, wenn wir ins Thema ein bisschen einsteigen. Ein bisschen das aus dem einzige Folie quasi aus dem letzten Webinar übernommen. Wo sollte es hingehen? Oder was waren die Visionen in Richtung Exchange 2016? Also Richtung Verbesserung der Performance, der Zuverlässigkeit, stabilere Infrastruktur, ne, zukunftsfähige Grundlagen, gerade in Richtung Hybrid-Szenarien, Cloud-Szenarien und Co. Auch Verbindungen in viele andere Tools, neue Tools wie Groups, die aufgekommen sind, die ich beispielsweise mit meinem Exchange 2016 auch in der Hybrid-Umgebung super nutzen kann und da auch in Backup- und Archivierungssituationen komme. Da komme ich aber gleich nochmal kurz zu. Und da kommen wir eigentlich nur zu dem, nämlich die tiefere Integration mit anderen Produkten, so dass ich da auch mehr Schnittstellen bekomme und rein mit dem Exchange 2016 mehr benutzen kann. Also nicht ein reine IT Pro oder Infrastruktur-Update, wie wir das eventuell von dem SharePoint 2016 so mitbekommen haben. Also, wo sind wir im Moment? Im 2016er, um Sie alle da einmal ganz kurz auf den Stand zu bringen. Wir haben hier eine verbesserte Zusammenarbeit, wie gesagt, zum Beispiel durch
durch Groups mit Exchange Online, ein intelligentes Postfach. Wer das schon mal ausprobiert, hat es bestimmt gesehen, oder wer Office 365 hat, hat es auch schon gesehen. Mobile Produktivität ist verbessert worden. Das heißt, die Apps, die ich habe über die verschiedenen Plattformen, sind massiv verbessert worden. Die werden jetzt auch zu Ignite nochmal eine Verbesserung bekommen. Beispielsweise auch geteilte Kalender und Co., die man jetzt auch sauber damit anzeigen kann, nicht nur aus Office 365, sondern auch aus dem Exchange On-Premise-Bereich, also dass ich hier auch immer die Wahl habe, wohin gehe ich. Gehe ich in den Exchange On-Premise-Bereich, in die Hybrid-Cloud oder in die reine Cloud-Version. Die Architektur ist leicht verändert worden, da gehen wir heute nicht ein, sondern wo wir heute in die Richtung gehen, ist nämlich Sicherheit und Compliance, Backup und Archivierung. Gut, fangen wir doch mal direkt ein bisschen mit an, nämlich mit der Zusammenarbeit von Personen, Zusammenarbeit an Dokumenten, so ein bisschen die Infrastrukturübersicht. Ich kann das insgesamt in einer On-Premise-Welt abdenken, indem ich zum Beispiel einen Exchange Server 2016 nehme. Man muss hier aber, wenn man wirklich in der, deswegen sagte ich immer in den Kombinationen, wenn man hier wirklich die gesamte Abdeckung haben will, zum Beispiel auch dann Dokumente direkt zu bearbeiten, in der Webansicht beispielsweise, dann brauche ich hier schon einen Office Online Server, den es mittlerweile auch schon in der Version 3 gibt, in der neuen. Und am besten möglich dazu noch den SharePoint-Server 2016, um quasi das gesamten Funktionen und Portfolio, gerade was an Collaboration geht, zusammenzusetzen, weil viele Dokumente und Informationen werden nämlich auf den SharePoint-Server abgelegt und gespeichert, sodass wir nicht nur den Exchange-Server als reines Speichermedium haben und da natürlich auch dann drüber nachdenken, mit welchen Lösungen gehe ich hin, um dieses Ganze einzufangen, zu archivieren, zu backuppen und abzusichern. In dem Hybridmodell komme ich halt hin, dass ich halt sagen kann, okay, ich verbinde das mit meinem Office 365 und habe beispielsweise hier als Beispiel aufgegriffen den OneDrive for Business mit einem Terabyte pro User noch hinzugebracht, kann aber trotzdem mit meinem Exchange On-Premise und dem Office Online Server arbeiten. Hier in dieser Version ist es zum Beispiel so, dass ich Dokumente und die Teilenfunktion des SharePoint Servers einfach ausgelagert habe in die Cloud, aber die Bearbeitung der Dokumente und auch den klassischen Exchange Server noch bei mir im Hause behalte. Also solche Optionen gibt es. In solchen Optionen kann ich dann auch mit Groups und Delve arbeiten, so dass ich auch diese neuen Funktionen, da gehe ich jetzt gar nicht ganz groß drauf ein, auch benutzen kann. Gerade Delve als Software-as-a-Service-Modell aus Office 365 zeigt mir dann auch wunderbar die ganzen Dokumente an in verschiedenen Speicherorten und halt auch Exchange-Anhänge. Das heißt, auch hier die Dokumente, die verschickt werden, werden in solchen Diensten dann auch angezeigt. Gut. Wie programmiere ich sowas an oder welche Möglichkeiten gibt es? Da hat sich nicht viel geändert zu den ersten Technical Preview Versionen. Ich habe hier die REST API, an die ich andocken kann, wo ich auch mal ganz stark vermute, dass hier auch Java zum Beispiel andockt, um dann hier auch eine Archivierung der Dinge vorzunehmen und kann halt hier auch weitergehen. Also ich kann es sowohl on-premise als auch in der Cloud oder auch in der Hybrid-Umgebung damit ansteuern, kann mir auch eigene Apps bauen und Co. Also da sind wir schon mal in die Neuerungen gegangen. Darüber springe ich jetzt einfach mal im Sinne der Zeit. Die Systemanforderungen, Sie kriegen die Folien, ja, ich habe sie einfach nochmal mit rausgenommen, weil man so ein bisschen zusammensucht. Ein Hinweis hierzu, wenn man das testen will und auch die Archivierungsfunktion und Co. testen will von 2016, aber aktuell noch kein 2016 hat. So der meiste Sprung, den ich kenne, ist von 2010 auf 2016. Wenn man quasi migriert oder updatet, dann kann man das Ganze beispielsweise in Azure ausprobieren. Ich habe meine Testmaschinen zum Beispiel in dem Plan F4 oder auch D3 Version 2 sehen unten die Anforderungen bzw. Leistungsdaten, die mitkommen. Am besten ist der D3 schon mit 14 GB. Da kann man sich so kleine Testserver mit aufbauen, die funktionieren. Und wie gesagt, das ist auch eine Empfehlung dann für die deutsche Cloud, wenn man darüber gehen will. So, ein, zwei Neuerungen direkt mitgebracht, die schon von RTM auf CU1 kommen, weil wir in der 2016er Version, die ist ja schon seit Ende 2015 GA gekommen, um da mitzugehen. Da gehe ich aber gar nicht groß drauf ein. Wie gesagt, die Folien bekommen Sie einmal zum Anfang. Dieses Exchange Admin Center, das, wer es noch nicht gesehen hat, das ist die 2016er bzw. auch die Exchange Online Version.
so aufgebaut, hat sich nicht richtig viel groß, also jedenfalls zum 2013 nicht so viel gerne, zu 2010 schon. Und da greife ich mir jetzt einfach mal schon mal die Archivgeschichte raus. Wenn ich dahin gehe und wer es mitbekommen hat, wer auch schon Office 365 Exchange Online Konto hat und damit schon ein bisschen gearbeitet hat, zum Beispiel gesehen, dass wir im Standard von 50 GB Archivpostfach auf 100 GB Archivpostfach angestiegen sind. Kurze Erklärung, dieses Archivpostfach ist ein reines Online-Postfach. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs im Flugzeug und Co. bin, komme ich erstmal nicht dran. Erst wenn ich eine Internetverbindung habe, kann ich dieses Postfach auch wieder durchsuchen und habe da vollen Zugriff. Was das Schöne ist jetzt mit Exchange 2016, ich kann alternative Storage Location benutzen, also alternative Speicherungsmöglichkeiten für meine Archiv-Mailbox. Wie gesagt, im Standard liegt das Ganze als Archivfunktion im Exchange Online und bietet Microsoft quasi da das klassische Archiv mit an, aber als reine Online-Version. Von den Archivierungsrichtlinien, also von dem ganzen Standard, da habe ich Ihnen hier zwei Screenshots mitgebracht, hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Gerade wenn wir an die neue Datenschutzgrundverordnung denken, da gibt es auch noch keine Vorlagen und auch was die Archivierungszeiträume angeht, hier muss ich wirklich aktiv einsteigen und muss mir wirklich die Archivierungszeiträume anpassen, so wie sie nach gesetzlichen Vorschriften hier anliegen, die sich zum Glück im Moment nicht stark geändert haben, so dass ich hier, ich denke mal so an 3 Jahre, 10 Jahre und Co., da auf alle Fälle hingehen kann. Und die muss ich aber aktiv immer noch ändern. Also wir haben das vorgeschlagen schon, dass wir hier gerne auch die deutschen oder auch europäischen Zeiträume und Richtlinien gerne umgesetzt haben wollen, aber zum 2016er Exchange sowie online, auch wenn ich an die On-Premise-Richtlinien und Co. denke, da gibt es das alles noch nicht. Also da muss man immer noch selber ein bisschen drauf achten. So, was gibt es für Möglichkeiten? Ich habe gerade gesprochen, man kann das Ganze so ein bisschen verschieben. Ich kann, wie du gesagt, auch eben schon gesagt, Exchange 2010, okay, ich sehe gerade, die Folie ist ein bisschen gemischt, nicht schlimm, da kann ich auch schon mit arbeiten und kann theoretischerweise meine Online-Archivierung auch auslagern und schieben. Auch hier brauche ich einen Exchange 2010, um diese Funktion zu benutzen, die aus meiner Sicht erstmal wirklich sinnvolle Geschichte ist, aber wenn ich in die Hybridumgebung gehe und mein Archiv einfach auslagere, damit muss ich die großen Speichermengen quasi lokal auch in Storage-Systemen, die doch recht kostspielig sind, nicht vorlagern und kann hier in eine Hybridumgebung gehen und das Archiv einfach auslagern. Ja, da habe ich den minimalen, also den Nachteil, dass ich quasi auf eine Online-Verbindung angewiesen bin, aber das ist so die auch übliche Version. Viele Medienagenturen und Co., also in einem etwas kleineren Bereich gehen oder auch Facebook in Zukunft gehen in die Richtung, das Ganze nur noch in der Cloud zu machen, also Exchange Online klassisch zu benutzen und da in die Postfachrichtung die Archivierung auch zu benutzen und klassisch mit den Aufbewahrungsrichtlinien sich seine eigenen persönlichen Aufbewahrungsrichtlinien zu setzen und das Ganze quasi im Online-Bereich zu machen und dort die kostenlosen Speicher sehen dann noch 50 GB, die 100 GB im Default sind noch gar nicht so lange her, dass das sich da hinzugeschoben hat. Bei den On-Premise-Geschichten, ich weiß nicht, wer da schon auf 2016 soweit ist, deswegen ganz kurz dazu, wird hier bis zu 100 Mailbox-Datenbanken unterstützen. Das ist auch nochmal eine Erweiterung, jedenfalls aus meiner Erinnerung aus 2010 und wird ein paar neue Datenbankfunktionen erleichtern, auch die günstige größere Festplatten unterstützen, sodass ich die auch benutzen kann und da auch nochmal eine Reduzierung habe. Das geht so ein bisschen in die Richtung genau das, nämlich Erleichterung der Infrastruktur, Vereinfachung und so weiter. Das nächste ist das, was ich eben im Grunde genommen schon erzählt habe, gerade E-Mail-Anhänge und auch Inhalte werden stark in SharePoint oder OneDrive for Business, was ja auch nur, oder was heißt auch nur, auch eine SharePoint-Variante ist, gespeichert und ausgelagert, gerade mit den ganzen neuen Funktionen, nennen wir zum Beispiel Groups oder Planner, da kommen die Dokumente und Inhalte rüber in den SharePoint oder in den OneDrive for Business, sodass ich hier
eigentlich Exchange 2016 und auch Exchange Online nicht mehr separat als einzelnen Dienst sehen kann, sondern wirklich in die Kombination schon gehen muss, um bestimmte Funktionen anbieten zu können. Gehen wir wirklich weg von der reinen E-Mail-Kommunikation, die ich natürlich auch weiterhin ausführen kann, aber sobald ich in die neuen Collaboration-Tools gehe, da brauche ich dann noch weitere Funktionen. Ich gehe jetzt hier aber trotzdem auch mal weiter im Sinne der Zeit, um nämlich noch die paar, zwei, drei Tools anzusprechen und da auf die Neuerungen einzugehen. Ich bin hauptsächlich auf Neuerungen eingegangen von 2013 auf 2016 und gehe jetzt, sag zwischendurch immer noch ein bisschen, was auch von 2010 auf 2016 quasi neu gekommen ist, beziehungsweise das auch, was in Exchange Online jetzt mittlerweile in der aktuellen Version auch alles verfügbar ist. Also von 2013 auf 2016 gibt es eine Erweiterung der Vorlagen. Wir sind im Moment bei ungefähr 80. Da wird es auch im europäischen Bereich noch ein paar neue Vorlagen geben, die ich dann benutzen kann. Ich habe rechts ein paar Screenshots von mir gemacht, so dass ich mir zum Beispiel für den Datenschutz und Co. noch eigene Zusammenstellungen gemacht habe. Da wird es auch zur Datenschutzgrundverordnung noch neue Regeln geben, so dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Ebenso dazu sind ein paar neue Nachrichtenflussregeln. Also das meinte ich mit dem Springen. Man springt von Data Loss Prevention zu Nachrichtenfluss und Co., dass das alles in ein Compliance Center kommt, auch on-premise. Da bemühen wir uns gerade, also zurück zu den Nachrichtenflussregeln hier. Zum Beispiel, jede Anlage hat diese Eigenschaft einschließlich eines dieser Worte, das ist neu gekommen, Empfänger durch Benachrichtigung oder Nachrichten benachrichtigen, wenn ich zum Beispiel eine Freigabe habe, dass mein Chef quasi meine E-Mails freigibt oder auf bestimmte Text das setze, zum Beispiel, für mich ist das Beispiel immer das Angebot, also die Werkstudenten dürfen in vielen Firmen eben keine Angebote rausschicken oder Verträge abschließen und sowas kann ich hiermit auch nochmal taggen und kann dann auch automatisch dem Empfänger schreiben, hier, deine Nachricht ist geblockt worden, deswegen bitte melde dich doch bei deinem Teamchef oder bei deinem Kollegen. Genau, Schadensberichte generieren kann ich mittlerweile auch und kann vor allen Dingen das auch an Gruppenlisten senden. Früher war es so, dass man es nur an eine Einzelperson senden konnte, die es dann quasi wieder weitersendet hat. Diesen Schritt kann man jetzt ersparen, indem man es auf eine Gruppenadresse setzt. Für Data Loss Prevention gibt es neben dem Exchange-Bereich jetzt noch die Erweiterung Sky for Business, OneDrive-Files und SharePoint-Files. Einfach aus der Sicht, genau, man muss diese Tools in Kombination sehen und kann das eigentlich nicht mehr einzeln und separat sehen. Da kommen halt diese Tools hinzu und die kann ich quasi alle mit einbinden. So, noch zwei, drei Folien und dann bin ich durch. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, perfekt. Kommen wir in Richtung, ich sehe es nur nicht, deswegen frage ich nach. Kommen wir in Richtung eDiscovery, Content Search und Compliance Search. Das Schöne ist, dass jetzt auch die öffentlichen Ordner aus dem Exchange mit eingegriffen werden, also die auch mit abgedeckt werden können. Das war früher nicht so. Da ist vielleicht noch eine Sache hinzu. Microsoft hat ja mit Groups so die Erweiterung geboten, also die Erweiterung der klassischen öffentlichen Ordner. Die öffentlichen Ordner wird es aber weiter geben, da keine Angst, auch in 2016 haben wir öffentliche Ordner und auch in den neuen Versionen wird es öffentliche Ordner und öffentliche Postfächer geben. Das zeigt zum Beispiel das hier, dass auch die wieder in die eDiscovery zum Beispiel mit aufgenommen wurden, also da wirklich keine Angst haben, weil viele das nutzen, also ich kenne das, viele Firmen benutzen das, weil sie es halt schon immer gemacht haben quasi. Compliance-Suche hier jetzt, die ist quasi auch neu mitgekommen in Exchange Online, unproblematisch, sehen Sie unten links das Feld. Wenn ich das aber on-premise benutzen will, muss ich auf die Verwaltungsstelle, also muss ich mit Chemlets arbeiten. Da habe ich immer eins mitgebracht, New Compliance Search. Und dann kann ich darauf eingehen und kann das benutzen und kann dann auch on-premise diese Suche oder auch Content- und Inhaltssuche benutzen, um meine Postfächer zu durchsuchen, beispielsweise auf bestimmte Compliance-Fälle. Verbesserte Leistung, neue Sucharchitekturen haben wir hier hinter. Die sind auch schon, also die Entwicklung läuft immer erst zum Exchange Online und wird dann on-premise runtergebrochen. Diese Dinge sind aber schon auf die on-premise also auf die aktuelle Exchange 2016 Version gekommen, also das funktioniert auch schon ganz gut, ich probiere das auch immer aus. Auch bei der Begrenzung der Suche, wir hatten vorher eine 5000er Limit, die ist jetzt auf 10.000 erhöht worden und sogar unbegrenzt, wenn ich aber über PowerShell gehe, auch on-premise, so dass ich da auch
quasi, wenn ich sehr, sehr viele Konten habe, damit auch umgehen kann. Was ganz interessant ist, was auch neu gekommen ist, sind Richtlinientipps. Ich kann also kann der E-Mail quasi oder an bestimmte Text das setzen, bestimmte Bedingungen und kann dann benutzerdefinierte Texte dem User mit anzeigen. Beispielsweise achte bitte darauf, dass hier bestimmte E-Mails nicht weitergesendet werden oder achte darauf, dass du, wenn die automatische Archivierung nicht greift, hier nochmal in eine manuelle Archivierung gehst, dass du es hier nochmal anklickst. Also da kann ich wirklich ganz benutzerdefiniert mit handeln. Gehen wir mal weiter ins Auditing. Da hat sich nicht viel geändert. Ich habe hier einfach mal die Konsole mitgebracht. Da gibt es auch nicht viele große Neuerungen, die ich hier auch einsetzen kann. Deswegen gehe ich da auch mal direkt weiter und bin eigentlich schon fast durch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, wir können auf bestimmte Versionen zurückgreifen. So 2016 gibt es jetzt nicht massiv viel, auch in der On-Premise-Welt. Wir haben hier so ein Gap von gutem halben Jahr. Also ich werde erst in der Exchange Online-Variante hier Neuerungen bekommen. In Richtung Archivierung und Backup wird es aber nicht so viele Neuerungen geben, außer ein paar neue Regelungen. Wie gesagt, das Wichtigste ist hier, ich kann verschiedene Speicherorte jetzt auch für meine Archivierung auswählen. Und wenn man sich die Archivierungs- und Aufbewahrungsrichtlinien anguckt, da gibt es nicht wirklich viel neu. Wir promoten das immer als MVP so ein bisschen. Wir hätten da gerne noch ein paar Neuerungen, aber aus den Default-Tools gibt es da leider und auch wenn man sich die Roadmap anguckt, erstmal nicht sehr viel. Wird hauptsächlich gearbeitet an der Standardisierung und auch was Compliance Search, also das, was quasi in der Presse auch ganz offen ist und ganz klar ist, also in die Compliance, Datenschutz, Datensicherheit wird im Moment relativ viel gesetzt und halt auch Stabilität und in die Hybridumgebung plus Microsoft geht so ein bisschen in die Richtung, man möchte wirklich fast alle in den Exchange-Online-Bereich bringen. Um sich auszutauschen gibt es, das ist nämlich genau meine letzte Folge, um sich darüber auszutauschen, ich habe in diesem neuen, es gibt ein neues Netzwerk unter network.office.com bzw. techcommunity.office.com. Dort kann man sich mit der Produktgruppe austauschen oder auch mit uns MVPs. Ich habe da auch die Archivierungsgruppe und Backup-Gruppe eröffnet. Die findet ihr oder finden Sie unter der Exchange-Rubrik und da sprechen wir über diese Dinge. Das ist natürlich im Moment, was Backup und Archivierung angeht, noch ein bisschen mau, weil es da noch nicht die riesengroßen Innovationen gibt, aber da sprechen wir zum Beispiel auch über die Erstellung von Aufbewahrungsrichtlinien und Co. oder das oder reizen quasi das aus, was im Default funktioniert. Gut, damit wäre ich auch schon durch. Ich hoffe, ich habe die Zeit gehalten. Ich hätte noch hunderte Vielen Dank, Folien, Raphael. Aber das wäre es. Also sonst, wie gesagt, gerne E-Mail schreiben, Blog besuchen oder wie gesagt hier einfach bei VM nachfragen und die leiten die Informationen oder fragen weiter. Da stehe ich auch gerne noch zur Verfügung und bleibe jetzt auch noch hier. Also Sie können gerne den Chat benutzen und Fragen stellen, weil den habe ich jetzt leider nicht gesehen. Genau, du nimmst mir quasi damit die Moderation ja schon vorweg. Vielen Dank, Raphael, für deinen sehr interessanten, sehr spannenden, aber auch sehr dichten Beitrag. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt hier natürlich einen Haufen an Fragen gibt. Die Möglichkeit besteht also hier über die Fragefunktionalität, diese Fragen zu posten. Ich würde Sie auch sehr darum ersuchen, wenn Sie dann auch gleich bekannt geben, quasi an wen sich eigentlich hier diese Frage richten soll. Wir werden im Anschluss an die Vorträge die Möglichkeit haben, kurz hier die wichtigsten Fragen zumindest abzuarbeiten. Damit darf ich auch dann schon die Moderation an den Kollegen Martin Etzert von Quava übergeben und bitte dich also jetzt hier, sobald ich dich zum Moderator ernannt habe, um deinen Beitrag. Bitte schön. So, hallo zusammen. Wunderbar, wir hören dich. Hallo auch von meiner Seite. Sie sollten auch alle einen Quava-Bildschirm sehen jetzt, wenn alles gut gelaufen ist. Ja, den sehen wir. Perfekt. Dann würde ich auch direkt anfangen und starte die Präsentation. Geht bei uns kurz um, also wir sind eine Third-Party-Archivierungslösung für Microsoft Exchange, nennt sich Retain. Der Firmenname ist Quava. Mein Name ist Martin Etzroth. Ich bin Pre-Sales bei Quava und
ja, bin für Ihre Fragen sehr offen. Hoffe, dass ein paar Fragen kommen. Bin in vielen Projekten unterwegs, kann dadurch viel von Archivierung und Compliance und so weiter erzählen. Ich bin natürlich kein Anwalt. Da begibt man sich immer sehr, sehr schnell auf dünnes Eis. Da kann der Raphael wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Aber wir sind dafür da, ja, eine compliant-gerechte E-Mail-Archivierung einzuführen bei jedem Kunden. Gucken wir uns zunächst an, wie das Ganze aussieht im Vergleich zur Archivierung von Microsoft Exchange. Da hat der Raphael mir eigentlich schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Microsoft hat eine klasse Archivierungslösung in den Bordmitteln. Also Sie können, sofern Sie Enterprise-Calls besitzen, können Sie eine Compliance auch mit Microsoft Exchange Bordmitteln erreichen. Allerdings ist das ab und zu an manchen Ecken ein bisschen die Handhabung einfach ein bisschen schwieriger als in einer Third-Party-Lösung wie Retain. Zudem kommt, dass eine Deduplizierung auf dem Exchange-Server nicht wirklich betrieben wird. Und das machen wir dann wiederum. Das spart natürlich deutlich Speicherplatz auf Ihrem Storage ein. Suchfunktion über die Shell hat der Kollege kurz gerade angesprochen. Da geht es dann auch, also auch in der Konsole meines Wissens, können Sie über eine Art SQL-Abfrage dann ein eDiscovery starten, was für uns nicht wirklich ja, Benutzer-Usability, Benutzerfreundlichkeit ist. Also im Exchange merkt man, finde ich immer, dass die Archivierung und die, vor allem das eDiscovery, die Suche den Administratoren und den Technikern vorbehalten ist. So viel dazu. Möchte ich auch gar nicht dazu so viel loswerden. Wir gehen direkt auf unser Produkt ein, die Archivierung mit Retain. Wir bieten Ihnen ein Unified Archiving. Das heißt, wir legen neben den Exchange-Inhalten auch noch andere Inhalte ab. Ich sage gleich ein bisschen mehr dazu und wie wir das machen. Wir können zu Mails haben wir ein Modul, das kümmert sich um alle mobilen Inhalte, die Sie geschäftsrelevante Inhalte und Textnachrichten und so weiter, die Sie auf mobilen Endgeräten verfassen und senden. Und natürlich auch um Social. Und wer jetzt denkt, Social, boah, wer will denn wohl Social archivieren? Ich kann Ihnen da, momentan habe ich im Prospekt eine ziemlich bekannte Bank, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die ich aber noch nicht nennen darf. Und da gab es genau diese Richtlinie. Da wurde einem Marketingmenschen gesagt, okay, du darfst hier auf diesem Kanal nichts mehr posten, solange das nicht archiviert wird. Und da kommen wir natürlich ins Spiel. Also wir können Social heißt zum Beispiel Facebook, Twitter und so weiter, die ganzen Firmenaccounts, da können wir uns auch mit drum kümmern und das finden Sie alles in einem Unified Archive nachher wieder. Wir sind compliant, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also wir sind in Europa, in jedem Land können wir uns den Richtlinien so, den rechtlichen Richtlinien und Vorschriften so anpassen, dass wir voll compliant archivieren können. Wir haben eine Suche, also wir haben eine Datenbank, die ist natürlich nur für die Archivierung abgestellt. Das heißt, wir sind nicht im Exchange unterwegs und haben eine Datenbank, die für viel, viel, viel abgestellt wird. Also der Exchange ist auf gut Deutsch gesagt so ausgelastet, dass er oft einfach gar keinen Platz mehr hat für Suchen und so weiter. Und wir können Ihnen einfach eine schnelle Suche bieten über Ihren gewohnten E-Mail-Client oder auch über ein Web-Interface oder eine App. Also Sie haben eine eigene App, zeige ich auch gleich noch ein paar Screenshots. Da können Sie auch von, ja, wenn Sie unterwegs sind, vom Smartphone, vom iPad oder wie auch immer vom Tablet auf Ihr Archiv zugreifen. Und zudem bieten wir Ihnen umfangreiche eDiscovery und Export-Tools. Also eDiscovery ist bei uns auch dem User nicht vorbehalten. Das kann man sich zusammenklicken. Man kann es schon aus dem Client benutzen in einer abgespeckten Form und im Webinterface dann richtig. Export-Tools. Viele Benutzer fragen immer nach Auditoren. Was ist, wenn wirklich ein Wirtschaftsprüfer in mein Unternehmen kommt und so weiter? Was kann ich dann machen? Sie können den komplett abkapseln vom ganzen Live-System und können dem einen User anlegen. Sie können einen Export fahren. Also wir haben einen Publisher, der exportiert bestimmte Teile der Datenbank. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte nur ein Postfach exportieren, das dem Auditor auf eine CD brennen oder auf einen USB-Stick mitgeben, dann können Sie das mit unserem Tool machen. Gucken wir uns kurz die technische Architektur an. Ich denke, das ist ganz interessant für Sie zu sehen, wie wir an welche Schnittstelle wir gehen. Es ist noch nicht REST, kann ich dazu sagen. Das hatte auch der Raphael Kölner gerade kurz erwähnt. REST ist eine super Schnittstelle, ist eine einheitliche Sprache quasi. Wir stellen gerade alles darauf um, gehen aber an den Exchange noch per EWS.
Das sind die Extended Web Services vom Exchange Server. Die funktionieren dafür wunderbar. Und es ist eigentlich so aufgebaut, ich nehme mal kurz meinen Laserpointer. Es ist so aufgebaut, dass Sie auf der linken Seite ja, Ihre Umgebung quasi haben, Ihr Active Directory, Ihr Domain Controller und Ihre Exchange, wie auch immer diese Infrastruktur bei Ihnen dann auch aussehen mag. Ob das zwei oder drei oder vier Exchange sind, ist uns erstmal egal. Wir gehen per EWS hin und cachen erstmal das Adressbuch. Und somit haben wir alle Mailboxen drin und dann können wir die Sachen so archivieren und in unseren Retain-Server packen. Retain bietet Ihnen eine große Flexibilität in Sachen, wie Sie Retain aufbauen. Also das heißt, wir brauchen natürlich einmal eine Datenbank, wir brauchen einen Storage. Das können Sie sich allerdings bei uns komplett aussuchen. Also Datenbanken werden vier Stück unterstützt. Das ist einmal natürlich Microsoft SQL, das ist MySQL, das ist Oracle und PostgreSQL. Von denen haben Sie mit Sicherheit in einer Expertise und die wollen wir auch, dass Sie die nutzen. In Storage können Sie eigentlich alles benutzen, was Sie lokal mounten können. Und wir unterstützen seit neuestem auch ICAS, also diese Software-Speicherung von Eternity, die kann mit benutzt werden mit unserer Storage Engine. Darunter sitzt ein Index. Wir machen eine Volltext-Indexierung auch über die ganze Länge des Anhangs, wenn Sie das möchten. Und so sieht das Ganze dann aus. Also Retain einfach als ganzes Paket mit einer VM, wo eine Datenbank, ein Storage und der Index halt verankert ist. Die VM hat nicht mehr als einen Quad-Core und 16 GB Speicher. Oben dieses ausgegraute SharePoint, OneDrive, da ist noch Novell Filer und Lotus Notes Icon. Da haben wir eine API eingebaut für unsere Kunden, unsere Partner, wirklich den Retain-Server noch. Also ich habe gerade gesagt, wir bieten einen Unified Archive an und das möchten wir natürlich auch für Sie beibehalten. Also wenn Sie sagen, okay, wir möchten gar kein Mobile, gar kein Social anbieten, dann können Sie zudem aber immer noch hingehen und sagen, ich gucke mal in die REST-API und gucke, was ich da sonst noch alles ablegen kann. Wir haben momentan einen Partner, der entwickelt an SharePoint, an OneDrive und die Integration von Lotus Notes wird auch noch stattfinden. Also Notes ist immer eine sehr schwierige Sache abzulösen beim Kunden, weil die einfach historisch ewig lange gewachsen ist. Und sowas können wir dann alles mit, diese ganzen Legacy, alten Systeme wirklich, können wir mit in unseren Retain-Server ablegen. Kurze Sekunde. Das Ganze lässt sich natürlich auch, wir haben gerade viel von Office 365, wir haben gerade viel von Cloud gehört, das Ganze lässt sich natürlich auch in der Cloud abbilden. Also wir haben eine eigene Cloud, die wir betreiben und können Ihnen in einem lokalen Rechenzentrum, das heißt, wir können Ihnen auch garantieren, dass die Daten in Deutschland bleiben, zum Beispiel, auch eine 100% compliant-gerechte Archivierung anbieten. Das Ganze wird natürlich von Guava implementiert, geupdatet, auf dem neuesten Stand gehalten. Es gibt keine Storage-Limitationen da erstmal drin, also beim Archivsystem jetzt zu sagen, okay, der Benutzer hat jetzt nur noch 1 GB oder so im Archiv, wäre ziemlich sinnfrei, deswegen haben wir es rausgenommen. Und wir sind trotzdem noch in einem sehr, sehr attraktiven Preismodell unterwegs. Das heißt, wir sind, ja, wir können mit Wettbewerbern sehr, sehr gut mithalten. Gucken Sie sich unsere Cloud gerne mal an, wenn Sie da Preise brauchen oder sowas oder Fragen dazu haben, kann ich hier auch nochmal dazu auffordern, die Fragen in den Chat zu posten. Und wir werden uns dann nachher darum kümmern. Ich würde Ihnen jetzt gerne kurz zeigen und ich hoffe, das funktioniert so alles. Jetzt sollten Sie schnell wieder einen Guava-Bildschirm sehen und auch Ganz jetzt genau, jetzt sehen wir wiederum. gerade deine E-Mails. Ja, genau, das sind nicht meine E-Mails, das sind nicht meine Live-E-Mails, das wäre fatal. Immer darauf zu achten bei Kundendemos und so weiter. Alles schon passiert, aber jetzt habe ich es getroffen, das ist wirklich ein Demosystem, in dem ich hier gerade mich befinde. Und was ich Ihnen zeigen will, ist einfach kurz die Integration in Outlook, die wir Ihnen anbieten. Und mit der Installation unseres Outlook-Plugins erweitern Sie das Outlook um diesen Tab hier oben, also Retain, um Retain-Tab. Das Ganze ist auch auf Deutsch natürlich zu erhalten. Und der Retain-Tab gibt Ihnen ein paar Funktionalitäten. Ich fange ein bisschen vorher an. Zuerst
Also wir fügen nicht nur den Tab hinzu, sondern auch eine lokale NST. Das ist quasi die PST von heute. Und die führen wir lokal hinzu und brauchen die für eine Option, die wir mit dazugeben zu unserem Outlook-Plugin. Und das ist die Option, einfach einen bestimmten Bereich seines Archivs oder auch das ganze Archiv offline mitzunehmen. Und das wird dann, wenn man es downloadet, in diese Mailbox gepumpt. Ich kann auch einmal kurz Ihnen das zeigen. Ich habe jetzt das ordentlich limitiert, damit ich hier nicht den Rahmen sprenge von diesem Webinar. Drücke ich hier auf Retain Download, wird er jetzt den Filter auf dem Server anwenden und Sie sehen, dass da wirklich ein Ladebalken durchrattert und sich hier unten links die Inbox auf einmal füllt. Und das ist genau das, was wir mit einem Retain Download, also mit einer Offline-Funktion quasi erreichen wollten. Sie haben dann sogar, wenn Sie jetzt mal vergleichen zu oben, die Ordner, die ich mir angelegt habe in meinem Live-Postfach und die in den Filter passen, die sind dort auch mit drin. Und ich habe hier wirklich ein komplettes Abbild nochmal von meinem Archiv, wenn ich das so möchte. Die Download-Funktion ist optional, die kann man auch rausnehmen. Ein User will natürlich, wenn Sie wirklich damit arbeiten, möchte der User E-Mail schnell wiederfinden. Es werden zwei Suchen angeboten, einmal eine Quick Search und ich habe hier schon Gerd stehen, da suche ich einfach mal schnell nach. Läuft genauso, die Search Results werden auch hier unten reingepumpt. Geht ziemlich schnell. Sie haben jetzt eine ziemlich so eine Quick and Dirty in Anführungsstrichen Suche, die Sie hiermit ausführen und der sucht dann über den Header in den meisten Fällen und über den Content. Gehen Sie auf Retained Search. Öffnet sich ein Fenster und Sie haben einmal eine Easy Search, wo Sie einfach nochmal dieses Keyword erweitern können um ein Datum, also eine Datumseingrenzung und eine Advanced Search. Und das meine ich, wenn ich vom eDiscovery spreche. Also Sie können hier wirklich Filter hinzufügen, bevor Sie auf Suchen klicken. Und dadurch schränken Sie natürlich diese Ergebnisse deutlich, deutlich ein. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wenn ich hier nach Gerd suche. Und auch auf Suchen klicke, dann ist das klassische Exchange-Beispiel. Ich finde jetzt alles, was mit Gerd irgendwie zu tun hat, und in den wenigsten Fällen finde ich genau das, wonach ich suche. Und das ist natürlich zu präventieren, wenn Sie auf Retain klicken, Retain Search und sich hier zwei Filter vorher, Sie wissen vielleicht, woher der Sender kommt, woher die E-Mail kommt, von wem die E-Mail kommt und Sie wissen vielleicht, wie der Betreff ungefähr war. Dann können Sie das schon mal hier eingrenzen, die zwei Filter hinzufügen. Vielleicht noch sagen, okay, das sind nur Mail und Termine, Mails und Termine, nach denen ich suchen will, no Notizen und Aufgabenlisten, die kann ich hier rauslassen. Drücken dann auf Suche und Sie haben eine eingeschränkte Suche, die Ihnen Sie deutlich mehr befähigt, das Item wiederzufinden, wonach Sie suchen. Bin ich dann unten in meinen Search Results, kann ich ganz einfach wiederherstellen und zwar einfach per Drag and Drop, kann ich mir in den Ordner hier ziehen, wie ich möchte. Und das ist auch ein Wiederherstellen, also das auf Item-Level, ein Wiederherstellen des Users aus dem Client möglich. So viel zum Client. Hier noch der letzte Knopf ist Launch Retain und der macht nichts anderes, als uns zu unserem nächsten Step der Präsentation zu geleiten und das ist unsere Retain-Suche. Ich bin jetzt nicht erschrecken, das sieht für den User nicht so aus, weil es ein Demosystem ist, bin ich als Guest-Admin hier oben eingeloggt und genau so sieht das dann nachher für einen User aus. Sie haben hier einmal, das ist meine Kollegin Sonja Wiegers. Ich bin Super-User. Ich habe wirklich, den Super-User kann man natürlich mit dem Vier-Augen-Prinzip, das sei vorab gesagt, mit dem Vier-Augen-Prinzip absichern. Das heißt Teil A und Teil B des Passworts durch zwei Personen. Weil hier habe ich natürlich Zugriff auf mein ganzes Archiv, auf meine ganzen E-Mail-Inhalte. Und das sollte ein normaler User im besten Falle nicht haben. Ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, ich will Ihnen natürlich gar nicht die Sonja Wiegers Mailbox zeigen. Ich will Ihnen vielleicht das zeigen, womit ich gerade im Autoclient gestartet bin. Und das ist meine Mailbox, Martin Etzroth, die kann ich hier aussuchen. Kann sagen, okay, und zack, bin ich in meiner Mailbox. Und ich kann Ihnen mal kurz die Ordner öffnen hier und dann das Outlook daneben aufmachen, um Ihnen einfach ganz kurz zu zeigen, dass Sie das komplette Abbild Ihres Outlook, Ihrer Live-Mailbox wirklich hier im Archiv haben. Also jeder angelegte Ordner, jeder Ordner, der Inhalte enthält, den schreiben wir mit ins Archiv.
Sie finden hier wirklich in der Browse-Funktion, können Sie ganz einfach Sachen wiederfinden, indem Sie zum Ordner navigieren, ganz einfach, und hier oben die Suche nochmal eingrenzen. Das ist natürlich noch nicht das, was unser Archiv wirklich kann. Das ist eine Browse-Ansicht. Das ist eine Ansicht, um ja, E-Mails wiederzufinden, wo man weiß, wo sie liegen. Und wenn Sie überhaupt nicht mehr wissen, wo sie liegen, haben wir hier eine Suchfunktion. Und die Suchfunktion fängt an, indem ich die ersten, ich suche nochmal nach meinem Kollegen Gerd Lantinger, ist auch im Pre-Sales, deswegen mache ich das wahrscheinlich immer. Wenn Sie da drauf drücken, haben Sie gerade gesehen, der fängt sofort an, mir wie bei Google quasi, ich kann es nochmal machen, gebe jetzt was anderes ein, was ganz Verrücktes, und kann hier sehen, okay, der fängt sofort wie bei Google an, mir aus dem Index vorzuschlagen, wonach ich denn suchen könnte. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, verkürzt nochmal meine Suchanfragen. Und jetzt kann ich es einfach immer nur per Klick quasi eingrenzen. Das heißt, ich kann hier habe ich zum Beispiel in Klammern dahinter stehen, wie viele Nachrichten dann rauskommen würden. Wenn ich jetzt nach dem Betreff filtere, sind das 628 Nachrichten. Den Filter nehme ich wieder raus. Ich kann sagen, okay, ich habe hier zum Beispiel, ich habe gerade von Social gesprochen. Ich habe hier Chats auf einmal drin. Das sind genau Social Chats, die ich auch hier mit in diesem Unified Archive anzeigen lassen kann. Aber es geht erstmal um E-Mails und deswegen kann ich Ihnen hier zeigen, dass ich kann alle Nachrichten quasi mir anzeigen lassen, das rausfiltern. Oder ich kann auch Ihnen noch mal kurz eine Facebook-Chronik-Eintrag zeigen, den wir auch mitnehmen können. Ich lasse aber den Filter noch mal raus, um weiter zu filtern. Sie können auch noch sagen, aus welchem Ordner. Das sind die normalen Ordner quasi. Also wir können einmal privat ein- und ausgrenzen. Compliance-technisch ganz dünnes Eis, kann ich nur vorwegnehmen. Wir können sagen, okay, es kommt direkt aus der Inbox, ist in gesendeten Auto, in den gesendeten Elementen oder in den Entwürfen. Ich kann auch hier einen Zeitraum eingrenzen oder was auch sehr interessant ist und wo viele Kunden einfach nachfragen, ist, okay, über welche Postfächer kann ich über alle Postfächer suchen? Und ja, das kann ich. Ich kann als Super-User, Sie sehen das auch hier, ich gehe nochmal nach oben und Sie sehen das hier, ich bin Super-User, ich habe hier Zugriff. Der Benutzername ist quasi diese Mailbox und wenn Sie das mal runter gucken, dann sehen Sie, ich habe nicht nur Zugriff auf eine Mailbox, ich habe Zugriff auf alle. Und jetzt kann ich hier hingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier nichts eingebe, sage ich einfach suchen, zeigt er mir das ganze gecachte Adressbuch quasi ein und ich kann jetzt sagen, okay, der Martin und den Thomas Bundig, die will ich durchsuchen, diese Postfächer und zack, grenze ich meine Suche dadurch ein. Sie sehen hinten, jetzt sind die Mailboxen einfach nur noch Martin Elzro, Thomas Bodendieck. Sehr einfach zu handhaben. Und das ist unsere einfache Suche. Also ist wirklich unsere ja, einfachste Suche, die wir haben erstmal. Und diese Suchanfragen, die können Sie abspeichern, die können Sie freigeben für andere Mitarbeiter, für andere Verteilerlisten zum Beispiel. Das ist einfach ein Vorteil für wiederkehrende Suchanfragen. In der Buchhaltung ganz, ganz gerne gesehen. Können Sie hier speichern, können sich die laden und können sich die freigeben, wie Sie möchten. Die Knöpfe, also es geht natürlich da immer darum, die Suche, die bediene ich ja nicht aus Spaß, wenn ich die Sachen dann gefunden habe, die ich wirklich gesucht habe, nach denen ich gesucht habe, dann nehme ich mir die 4 oder 5 Mails raus und kann verschiedene Dinge darauf anwenden. Einmal ein Litigation Hold setzen, Litigation Hold ganz schnell erklärt, auch der kommt auch der Zeit zugute, denke ich. Litigation Hold schließt von jeglichem Deletion Management aus. Wir haben gerade über Retention Policies gesprochen in dem Exchange Server, die haben wir hier natürlich auch. Sie können sagen, entweder automatisiert oder auch manuell, können Sie sagen, wann irgendwas gelöscht werden soll. Nach 10 Jahren, nach 15 Jahren oder auch ganz individuell eingestellt. Der nächste Knopf ist und Litigation Hold, Entschuldigung, der schließt von jeglichem Löschmanagement aus. Litigation Hold markierte E-Mails, die werden nicht mehr gelöscht, können nicht mehr gelöscht werden. Ich kann einen Vertraulich-Status setzen, ich kann eine Markierung setzen und natürlich auch immer dann im Gegenzug als Admin auch setzen, wer das vertraulich sehen darf, wer nach welchen Markierungen suchen darf und so weiter. Also Rechte-Management hier wirklich sehr, sehr granular. Ich kann löschen. Ganz einfacher Grund, vielleicht möchten Sie mal oder müssen Sie auch die Bewerbung des Bewerbers, den Sie nicht genommen haben, mal hier aus dem Archiv löschen und das können Sie hiermit zum Beispiel machen. Sie können weiterleiten direkt aus dem Archiv. Das machen wir einfach aus dem Grund,
um nicht erst Sie zu zwingen, wieder in Ihren gewohnten Client wiederherzustellen und dann weiterleiten zu können. Sie können einfach hier mehrere oder eine E-Mails direkt weiterleiten. Ein Export kann gefahren werden und Exportjob sieht auch sehr nett aus, weil wir einen Container-File exportieren. Ich zeige Ihnen das kurz. Sieht so aus. Wenn Sie vom Container-File, vom PDF-Container-File sprechen, dann haben Sie hier oben einfach die Header von den E-Mails, die Sie exportiert haben. Und jetzt hier auch ganz schön zu sehen, das war Acrobat, sorry. Hier ist auch ganz schön zu sehen, dieses Moby Dick, dieser Anhang, den kann ich hier einmal speichern, separat oder nochmal öffnen, wo er mich nochmal warnt, okay, das ist eine Acrobat-Sache auch, wo er mich nochmal warnt wegen der Security, aber ich kann es hier öffnen und kann sagen, okay, zeig mir doch das an den Anhang mal separat in Word auf. An. Kurze Zwischenfrage, Martin, wie lange wirst du noch circa brauchen? Wir sind jetzt 5 schon relativ Minuten. fortgeschritten. Okay. Wir springen jetzt wieder zurück. Wiederherstellen natürlich auch hier auf Item-Level und ja, da möchten wir einfach IT-Abteilungen mit entlasten. Hier auch noch ganz schnell gezeigt, versprochen. Ich kann hier wirklich ein E-Discovery bedienen und wenn ich das einmal mal hier öffne, also wirklich die Filter nochmal anzusprechen, die ich vor dem Suchen klicken anlege, die kann ich hier wirklich ganz granular nochmal einstellen. Kann mir mehrere hinzufügen und so weiter. Nun aber genug gesagt, ich bin auch danach fast am Ende. Ich zeige Ihnen noch schnell. Sie sollten jetzt wieder die Präsentation sehen und ich zeige Ihnen noch ganz schnell, eben, wie unsere App denn aussieht. Das kann man hier ganz gut sehen in 4 Screenshots. Also wir haben eine App entwickelt, worauf Sie von jedem Smartphone aufs Archiv zugreifen können, sofern denn Ihr Archivserver von außen erreichbar ist. Den muss ich überspringen. Ich kann Sie einfach nur anhalten, gerne Fragen zu stellen zu unserem Archiv, gerne in die nächsten Schritte zu gehen, wenn Sie irgendwas wissen möchten von uns, wenn Sie irgendwelche Informationen brauchen, sprechen Sie uns gerne an, auch gerne nach dem Webinar. Oder stellen Ihre Fragen. Und hiermit übergebe ich wieder an Klaus. Entschuldigung für die Zeitüberziehung. Dankeschön. Gut, dann übernehme ich quasi gleich fliegend. Darf jetzt den Bereich von unserer Seite her präsentieren, um ein paar Tools Ihnen zu zeigen, die vielleicht im Zusammenhang speziell mit Exchange interessant sind. Zunächst möchte ich beginnen mit dem klassischen Problem, was Sie natürlich haben, wenn Sie mal in die Situation kommen, Daten wiederherstellen zu müssen. Die erste Problematik ist immer die Frage, wie schnell wird es denn gehen? Recovery Time Objective. Hier haben wir ein Feature entwickelt, das sich Instant VM Recovery nennt. Wir machen das seit 2010. Wir haben es erfunden, wir haben es auch patentieren lassen, mit der Sie laufend oder innerhalb weniger Minuten komplette Systeme, also auch inklusive Exchange oder File-Server und dergleichen mehr, aus Backups, aus Replicas oder auch aus Storage-Snapshots heraus streamen können. Das bedeutet also, dass innerhalb von 2 bis 5 Minuten, egal wie groß der Service ist, der Service bereits wieder online ist, auf Exchange umgemünzt. Exchange ist aus irgendwelchen Gründen down, kann nicht mehr gestartet werden. Vielleicht haben Sie kein Ersatzsystem, was auch immer. Kein Problem, Sie können hier aus dem Backup heraus den Exchange streamen mit dem Status der letzten Sicherung oder des letzten Sicherungspunktes und können, wenn es aus Backup heraus gestreamt wird, in weiterer Folge dann das Ganze online migrieren in Ihre Echtumgebung und damit diesen Zwischennotbetrieb auch schon wieder beenden. Eine weitere Variante, nicht ganz unwichtig und nicht auch ganz unähnlich dem, was zuvor gerade der Kollege Martin Etzer präsentiert hat, ist die Sache mit Object Recovery. Also wie kann ich es schaffen, hier aus dem Exchange, aus einer Exchange-Sicherung einzelne Objekte zurückzubekommen und wie granular ist das? Mit Vim ist es so, Sie können hier runtergehen, eben bis auf das einzelne Objekt. Das kann also für AD bezogen beispielsweise ein User sein mit Passwort, Computerkonto, GPOs, DNS-Einträge und ähnliches. Auf Exchange bezogen, was hier speziell interessant ist, geht das runter bis auf ein einzelnes Attachment. Und wir haben auch hier, auch sehr ähnlich dem, was die Kollegen von Guava gemacht haben, einen sehr, sehr leistungsfähigen Suchfilter entwickelt, mit dem Sie hier Ihre E-Mails durchsuchen können. Wenn Sie das gefunden haben, was Sie benötigen, mit der rechten Maustaste lokal
Inhalt sichern, per E-Mail verschicken oder zum Beispiel auch direkt in die Applikation, sprich auf einen Exchange-Server, zurückschreiben. Das ist ein ganz wichtiges Thema unserer sogenannten Explorer-Technologie, hier aus dem Backup heraus ohne Kenntnis der Applikation, ohne Kenntnis der genauen Abläufe im Hintergrund, die Daten direkt zurückschreiben zu können, ohne dafür zum Beispiel zusätzliche Umgebungen wie einen Helper, ESX oder ähnliches zu benötigen. Diese Tools gibt es für AD, für Exchange, für SharePoint, für Microsoft SQL Server und last but not least mittlerweile auch für Oracle ab der Version 11, sowohl unter Linux als auch unter Windows. Der zweite wichtige Punkt beim Wiederherstellen von Daten ist Recovery Point Objective. Salopp gesagt, wie viele Daten werden Sie wohl verlieren? Die Daten, die Sie präsumptiv verlieren werden, sind die Daten, die zwischen dem letzten Sicherungspunkt und dem Eintritt des Schadensfalls angefallen sind. Dafür haben wir hier unsere gesamte Lösung, die sogenannte Vim Availability Plattform, auch für die Hybrid Cloud entwickelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie also hier dadurch Daten relativ komplett wiederherstellen können, wenn Sie relativ oft Wiederherstellungspunkte setzen können und vor allem auch diese Wiederherstellungspunkte vielleicht auch auslagern können, damit Sie auch großflächige Schadensereignisse überleben können. Das können Sie mit Vim, mit unserer integrierten Warnbeschleunigung machen, mit der Sie beispielsweise Ihre Backups von Ihrem primären Standort über unsere Warn Acceleration an einen zweiten Standort, der zum Beispiel Ihnen gehört, übertragen können. Sie brauchen dort lediglich ein Windows-System, das kann virtuell oder physikalisch sein, mit einem angeschlossenen Storage oder mit einem internen Storage und den Rollen, die wir hier von der Zentrale aus dorthin ausrollen. Ab diesem Zeitpunkt sind Sie dann schon in der Lage, Backups eben aus der Zentrale verschlüsselt an eine Außenstelle, an eine Co-Location beispielsweise abzulegen und natürlich diese Daten auch dort in weiterer Folge verschlüsselt zu halten. Sie können sowas beispielsweise natürlich auch in Microsoft Azure oder auch bei einem anderen Service Provider so umsetzen. Sie brauchen, wie gesagt, lediglich dort ein entsprechendes Windows-System, zum Beispiel auch virtuell, und etwas Speicher dafür, dass Sie die Backups ablegen können. Das war ein Konstrukt, was quasi dazu geeignet ist, eine zweite Location abzubilden. Es ist natürlich keine Multitenancy-Lösung, diese präsentiere ich Ihnen hier ganz kurz. Das ist das sogenannte Vim Cloud Service Programm oder Vim Cloud Connect. Hier können Sie sich mit Ihrem mit Ihrem Vim-System ab der Version 8 mit einem beliebigen Cloud-Service-Provider, der Vim Cloud Connect unterstützt, verbinden, mit diesem einen Vertrag abschließen, dadurch eine sogenannte Quota bekommen, sprich Speicherplatz in seiner Cloud und die Daten verschlüsselt eben von Ihrer Seite her, also die Daten, damit sind Backups gemeint, in die Cloud des Cloud-Providers hochladen. Dieses Konstrukt nennt man Backup as a Service, ist bei Bedarf und bei Verfügbarkeit auch ebenfalls warnbeschleunigt abzubilden. Neu, was wir mittlerweile auch bieten können, und das wäre auch vielleicht in Richtung Exchange durchaus ein interessantes Thema, ist auch die Möglichkeit, dass Ihnen der Cloud Service Provider hier auch Zugriff auf einen Virtualisierungsstack bieten kann und Sie dadurch in der Lage sind, Replikas, also Kopien Ihrer virtuellen Maschine, in der Cloud des Cloud Service Providers zu erstellen. Sobald das passiert ist, sind Sie dann auch in der Lage, mittels zweier Helper-Engines, also Routing-Engines eigentlich, die wir deployen, sowohl auf der Seite des Cloud-Service-Providers als auch auf der Seite des Kunden. Wir deployen bedeutet, also der Kunde deployt es selbst aus seiner Vim-Oberfläche heraus und ist dadurch in der Lage, sein Layer-2-Netzwerk über VPN ohne großartige zusätzliche Einrichtung hin in die Area des Cloud-Service-Providers zu erstrecken. Das würde also beim Beispiel Exchange bedeuten, dass hier plötzlich der Exchange tatsächlich als Replika laufen würde beim Cloud-Service-Provider, aber noch immer aus dem Netzwerk heraus des Kunden ohne weitere Änderungen ansprechbar wäre. Die zweite Variante, wo das auch sehr wichtig ist, auch hier ist es dann umso mehr wichtig, dass der Cloud Service Provider Ihnen hier für Ihr System auch eine Public IP-Adresse geben kann, wäre dann gegeben, wann Ihr Standort komplett ausgefallen ist, dann könnten Sie also hier selbstständig das System beim Cloud Service Betreiber in Betrieb setzen und damit zum Beispiel Ihre Kommunikation wiederum in Gang setzen.
Wichtig ist natürlich auch eines, die Verfügbarkeit knüpft sich daran, dass Ihre Daten tatsächlich auch wiederherstellbar sind. Wie können Sie es feststellen? Indem Sie Datenwiederherstellungstests durchführen. Das ist in aller Regel zeitlich aufwendig, braucht oft eine Testinfrastruktur, daher wird es sehr selten leider Gottes gemacht. Wim bietet Ihnen hier die Möglichkeit, ähnlich wie bei Instant VM Recovery, auch hier das Backup zu streamen als virtuelle Maschine, nur in diesem Fall zu streamen nicht in die reguläre Umgebung, sondern in eine Sandbox. Dort können Sie beispielsweise Domain-Controller plus Exchange-Server hinstreamen und wir sorgen dann in weiterer Folge dafür, dass geprüft wird, ob sich die virtuelle Maschine tatsächlich wiederherstellen lässt. Das heißt, ob es tatsächlich die Maschine anläuft, ob es einen Heartbeat gibt, einen Ping, also sprich Netzwerkkonnektivität, wie es mit dem Betriebssystem aussieht, ob die Ports offen sind, ob die Applikation entsprechend funktioniert. So viel also zum Thema, dass ich mal sagen kann, ich habe auch die Sicherheit, meine Daten im Ernstfall wiederherstellen zu können. Wenn ich aber diese Möglichkeit mit einer Sandbox schon habe, dann kann ich das beispielsweise auch dazu nutzen, hier Patches, Update-Strukturen oder Update-Abläufe nachzustellen, auszuprobieren, nicht mit einem Prototyp, sondern tatsächlich mit einer Kopie des Originals, natürlich gefahrlos. Oder vielleicht wollen Sie eine Test- und Demo-Umgebung haben, vielleicht möchten Sie auch den Prozess sich mal ansehen, wie können Sie von Server, von Exchange 2010 beispielsweise auf 2016 migrieren. Alles das bietet Ihnen hier eben unsere sogenannte On-Demand-Sandbox, damit Sie also hier tatsächlich ausprobieren können, wie funktioniert etwas, Test- und Demo-Umgebungen aufbauen können, ohne jegliches Risiko für Ihre Umgebung oder Ihre Benutzer. Nun zu einem sehr, sehr brandneuen Announcement, die wir erst vor kurzer Zeit bekannt gegeben. Wir haben mit unserer kommenden Version Vim Backup und Replication 9.5 wird es in Zukunft, also sprich im nächsten Monat voraussichtlich, die Möglichkeit neuer Funktionen geben. Eine Funktion zum Beispiel, dass wir hier in der Lage sind, sowohl die Backups physikalischer Maschinen, die mit Vim geschrieben werden können, das erkläre ich dann im Anschluss gleich, wie das funktioniert, als auch die Backups virtueller Umgebungen in Microsoft Azure als Azure VM wiederherstellen zu können. Das ist ein ganz einfacher Prozess, bei dem wir wie gewohnt auf unsere Backups zugreifen. Sie sehen hier neu quasi die Auswahlmöglichkeit, die Option Restore to Microsoft Azure. Wenn Sie das starten, werden Sie dann wie gewohnt durch einen Assistenten durchgeführt. Zunächst den Assistenten, mit dem Sie hier Ihre Azure-Subskription hier einrichten müssen. Im nächsten Schritt haben Sie dann, wenn Sie den Assistenten durchlaufen haben und das Backup hochgeladen und restored worden ist, dann die Möglichkeit, hier Ihre virtuelle Maschine oder das Backup Ihrer virtuellen oder auch physikalischen Maschine als virtuelle Azure-Maschine laufen zu lassen. Warum? Zum Beispiel, um hier die eigenen Ressourcen nicht mehr in Anspruch nehmen zu müssen, um das Ganze vielleicht in Azure zu testen oder um zum Beispiel hier auch temporär Workloads in die Cloud verschieben zu können. Das funktioniert natürlich klarerweise auch entsprechend mit einem Exchange-Server. Speziell für Exchange, in diesem Fall für Office 365, für die E-Mails, gibt es nun auch dann in Zukunft eine neue Lösung von unserer Seite, mit der Sie in der Lage sind, die Daten, die hier bei Office 365, und zwar wir reden hier konkret wirklich nur von Maildaten, auch sichern zu können. Warum sollten Sie das tun? Nun, Sie sind nach wie vor dafür verantwortlich, es sind Ihre Daten und dadurch, dass Sie es sichern können, haben Sie natürlich eine Menge an Möglichkeiten. Sie haben zunächst einmal das Backup bei Ihnen hier on-premises dann liegen. Sie können Objekte aus den einzelnen Mailboxen wiederherstellen und Sie können natürlich auch hier wiederum wie gewohnt in den E-Mail-Archiven suchen. Das bedeutet also sicherer Schutz. Sie haben die Möglichkeit, die Mailbox-Daten quasi aus der Cloud auch wiederum auf einen on-premises laufenden Exchange zu unterstützen, sprich zu verschieben und natürlich auch hier die Daten wiederum durchsuchen zu können. Das bietet meines Erachtens eine extrem komfortable Möglichkeit, um hier gegebenenfalls auch, wenn es mal nicht so sein sollte, wenn Sie nicht so mit zufrieden waren, auch die Migration zurück sehr, sehr einfach zu ermöglichen oder aber zumindest mit den Daten, die sonst in der Cloud primär laufen, dann auch lokal verwalten, kontrollieren und ablegen zu können.
Nun ist es vielleicht auch so, dass Sie Ihren Exchange-Server vielleicht auch physikalisch laufen lassen. Vielleicht haben Sie auch andere Windows-Systeme ab Server 2008 R2 oder Windows 7 noch physikalisch laufen. Auch hier bieten wir Ihnen eine neue Möglichkeit, Ihre Daten sichern zu können. Konkret sprechen wir hier von den Veeam Agents. Das sind Systeme, also eine agentbasierte Lösung, die zum einen für Cloud-Services gedacht sind, für Maschinen, die in der Cloud laufen, andererseits aber natürlich auch für physikalische Maschinen. Die Idee dahinter ist, dass Sie sich hier lokal einfach ein Backup machen können, aber auch zum Beispiel Ihr Backup direkt gleich in der Cloud erstellen können. Dieses ist in Wahrheit jetzt nicht unbedingt ganz neu bei uns. Tatsächlich gibt es schon länger, mittlerweile aktuell in der Version 1.5, unser sogenanntes Endpoint Backup Free für Windows-Systeme. Hier mit der neuen Version 2 findet die Namensänderung statt zu Veeam Agent. Veeam Agent für Microsoft Windows wird es auch wie gewohnt wieder in einer freien Edition geben, die in Zukunft zusätzlich dann auch ein Instant VM Recovery als Hyper-V-Maschine kann, ein sehr interessantes Feature, mit dem Sie auch in der Lage sind, Ihre Backups der physikalischen oder der Cloud-Systeme in Microsoft Azure wiederum direkt herstellen zu können. Das Ganze mit einer Verschlüsselung, die bereits bei der Sicherung beginnt und zusätzlichen neuen Backup-Modi. Es wird weiters dann dazu eine kostenpflichtige Workstation-Edition geben, die hier zum einen mit einem technischen Support ausgestattet ist, zum anderen aber auch mit APIs, damit Sie zum Beispiel ein zentrales Konfigurations- und Management-Tool anwenden können. Last but not least wird diese Lösung auch die Möglichkeit bieten, direkt in Veeam Cloud Connect sichern zu können, das heißt also direkt gleich in die Cloud zu sichern. Für Server-Editionen oder für Server-Systeme, in dem Fall hier Exchange, gibt es ebenfalls eine Lösung, die zusätzlich zu den vorgenannten Features auch ein Application Aware Processing bietet, das heißt, dass er applikationsbewusst sichert, auch ein Transaction Log Backup macht, was hier speziell für SQL beispielsweise interessant sein kann und zusätzlich noch Such- und Indexierungsfunktionen auf Filesystembasis bietet. Ich habe hier einen Spiegel vorbereitet, über den ich jetzt kurz drüber springe aus Zeitgründen. Sie erhalten die Folien ja ohne dies im Nachgang. Wenn Sie sagen, okay, Veeam-Systeme sind interessant, Veeam-Lösungen möchte ich mir ansehen, bitte gerne. Es gibt hier Testversionen, die Sie sich jederzeit runterladen können. Diese Testversionen bieten vollen Funktionsumfang für 30 Tage und sind auch von unserem Support gecovert. Das heißt, wenn Sie hier Probleme haben, einfach bitte an unseren Support wenden. Damit wäre ich dann auch schon mit meinem Vortrag soweit durch. Ich bitte um Verzeihung, dass es jetzt natürlich ein etwas rascher Ritt durch den Gemüsegarten natürlich war, einfach aus Zeitgründen geschuldet, damit wir also hier jetzt noch kurz die Möglichkeit haben, ein paar Fragen von Ihrer Seite zu beantworten. Ich habe die Fragen soweit in der Vorbereitung schon an die Präsentatoren weitergeleitet und würde vielleicht ganz kurz noch mit meinem Teil beginnen, weil es ist eine Frage, die dann nur gekommen ist und die ist rasch zu beantworten. Die Frage war nämlich, ob Office 365 schon ab der Version 9.5 verfügbar sein wird. Ja, also das hängt in einem sehr engen Zusammenhang. Es wird hier auch eine spezielle Promo geben, mit der hier neue Kunden bzw. auch Bestandskunden in den Genuss von dieser Lizenzierung kommen werden. Also in kürzerer Zeit ist das dann bereits verfügbar. Und ja, damit darf ich fragen, wer von den Kollegen Raphael oder Martin möchte kurz mit den Fragen beginnen? Ich fange einfach direkt an. Also es war ja auch nur okay. Leider nur eine, aber war eine sehr, sehr gute Frage, beziehungsweise ich lese sie gerade mal vor, warum öffentliche Ordner quasi aus Gewohnheit. Ist eine super klasse Frage, weil es genau das zeigt, wohin Microsoft eigentlich auch mit Exchange will. Es wird natürlich immer noch öffentliche Ordner geben und ich kann auch da meinen Kalender reinpacken und ich kann auch dort Dateien natürlich miteinander teilen. Sieht man, wie gesagt, das ist eine eDiscovery-Suche mit aufgenommen. Es wird auch in Zukunft in Azure Information Protection und Co. aufgenommen. Dafür brauche ich aber wieder eine Hybrid-Umgebung. Kurze Rede, langer Sinn. Ich würde im Moment aktuell, wenn ich einen Kalender, einfach nur einen Kalender teilen will oder ein paar Word-Dokumente, PowerPoint-Dokumente auch in die öffentliche Ordner-Variante noch gehen. Microsoft selber möchte aber gerne, und deswegen habe ich
beziehungsweise ich benutze es aktuell auch schon so, wie Microsoft es sich eigentlich auch generell wünscht, in die Service-Variante zu gehen. Das heißt, ich brauche mir keinen öffentlichen Ordner bauen, ich muss da keinen Kalender reinsetzen, den ich dann an alle berechtigen muss, beziehungsweise die Kalenderlinks einzubauen, sondern man möchte quasi in die Richtung der Services gehen. Dazu gehört Groups, ich glaube, das haben Sie heute dann schon das 10. Mal von mir gehört, aber das ist so die erste Service-Variante, die quasi funktioniert. Microsoft geht in die Richtung, bittet auch die Kunden, dann in eine Hybrid-Umgebung zu gehen und dann Services, wie gesagt, Groups zu benutzen, wo ich nur meinen Benutzernamen eingebe und im Hintergrund mir sofort ein gemeinsamer Kalender angeboten wird, ein gemeinsamer Speicherplatz, ein gemeinsames Notizbuch, ein gemeinsamer Chat, der auf Exchange Online auf Exchange Online basiert und quasi mir als Service immer fast perfekte Collaboration-Umgebungen bietet, ohne dass ich mir groß über Berechtigungsstrukturen, Prozesse und Co. Gedanken machen muss. Und wie gesagt, dazu brauche ich dann aber mindestens die Hybrid-Umgebung, um diese Cloud-Funktionen zu nutzen. Es wird für die reine On-Premise-Umgebung zu Ignite auch noch ein paar neue Sachen geben. Die darf ich leider noch nicht verraten, aber die Ignite ist ja Ende dieses Monats, also da müssen Sie nicht zu lange warten. Abschließend, ja, Microsoft, also ja, gibt es noch, wird es auch in Zukunft noch geben, wird auch in die Compliance-Tools immer weiter, also auch die öffentlichen Ordner mit reingebracht werden, um die quasi weiter abzusichern und auch die Nutzung, die man bisher oder seit den ersten Exchange benutzt hat, nämlich die öffentlichen Ordner auch weiter nutzen zu können. Microsoft selber bietet Ihnen da die Wahl, geht aber, von dem man sich die Roadmap anguckt, immer mehr in Richtung, wir bieten komplette Services an, um dieses Portfolio abzudecken, um Ihnen auch die gesamte Verwaltung zu erleichtern, um zum Beispiel einen gemeinsamen Kalender, gemeinsamen Speicherplatz, letzter Satz, auch über die lokale AD automatisch anlegen zu können, und auch darüber komplett verwalten zu können und zu sagen, okay, ich pushe es hoch. Jetzt wirklich der allerletzte Satz. Diese Funktionalitäten und Services sind dann auch über alle App-Plattformen, also iOS, Android und Windows Phone verfügbar. Man kann das heute auch schon testen, wie gesagt, über den Exchange Online, auch als reine Cloud-Version. Da ist es zum Beispiel dann auch so, dass auch die gemeinsamen Kalender in die iOS-Welt dann auch gegen Ende dieses Monats, Anfang nächsten Monats mit reinkommen, so dass ich dann auch automatisch auf meinem Tablet, Mail, Phone, also im ganzen mobilen Arbeitenbereich diese Dinge abdecken kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das war ausreichend. Sonst mir gerne eine Mail schreiben, die Ignite verfolgen. Da gibt es dann noch mehr Informationen. Vielen Dank, Raphael, für das ausführliche Statement. Martin, du hast, soweit ich weiß, ebenfalls zwei Fragen bekommen, wenn du das bitte abarbeiten könntest. Danke dir. Genau, tausend Dank schon vorab für die Fragen. Einmal die Frage, wann archivieren Sie mit der Lösung vor oder noch in der Zustellung ins Exchange-Postfach? Wir gehen, wie gesagt, per AWS, per EWS an den Exchange und das tun wir jobbezogen. Das heißt, Sie können sich auswählen, wann wir wirklich da hingehen und aus verschiedenen, mit verschiedenen Technologien erreichen wir auch immer noch die Compliance. Das heißt, ein User kann auch, wenn wir nur einmal die Woche oder einmal jeden Abend oder sowas archivieren, kann er nie in ein Item aus dem Archiv wirklich löschen oder vorher löschen, bevor es archiviert wird. Das geht absolut nicht. Kleiner Hinweis, die wiederherstellbaren Objekte zum Beispiel sind uns da eine ganz, ganz große Hilfe, weil da kann ein Admin nicht wirklich eingreifen und ein User schon gar nicht. Admin kann einstellen, okay, von 14, ich glaube bis 60 Tage Aufbewahrungsfrist der wiederherstellbaren Objekte und ein User kann da einfach nicht drin eingreifen und die nehmen wir mit und so gucken wir auch, dass jede E-Mail, auch wenn der User die in den gelöschten Elementen noch entfernt hat, sind sie in den wiederherstellbaren Objekten. Und deswegen gucken wir, dass jede E-Mail darüber, über diesen Weg letztendlich im Archiv landet und wir eine Compliance komplett abdecken können. Ich hoffe, damit ist die Frage 1 beantwortet. Die Frage 2 ist, wie wird lizenziert? Das tun wir per aktive Mailboxen. Ich denke, das ist die kürzeste und knackigste Antwort, aber wir lizenzieren per Mailbox, die im Archiv quasi landet. Und natürlich bei einer Initialarchivierung, sagen wir mal, Sie haben 200 aktive Mailboxen, 200 User aktive Mailboxen und da sind aber noch 40 inaktive, die Sie gar nicht mehr benutzen von längst ausgeschiedenen Mitarbeitern oder sowas. Die werden Sie einmal lizenzieren
Und im nächsten Renewal fallen die raus, weil die länger als 90 Tage keine Bewegung hatten. Das heißt, da kommen ja keine neuen Daten dazu und dass wir im Renewal werden die dann nicht mehr beachtet. Dann müssen sie die nicht mehr. Die brauchen quasi eine Lizenz. Renewed werden die nicht mehr. Und das war es auch mit meinen Fragen. Weitere Fragen Okay. gerne. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank an meine Moderatoren und Vortragenden für die wirklich sehr, sehr spannenden Beiträge. Ich hoffe, dass wir Ihnen als Teilnehmer des heutigen Webinars einen interessanten Mix auch bieten konnten zwischen reinen Fokus jetzt hier auf Exchange 2016 beziehungsweise spezielleren Fokus aus der Sicht eines Lösungsanbieters, unter anderem für Exchange und Exchange 2016. Wie Martin, wie Raphael vorher schon gesagt haben, wenn es hier noch weitere Fragen gibt, Sie sehen hier noch kurz eingeblendet unsere E-Mail-Adressen mit Ausnahme von Raphael Köhler. Sorry, das ist natürlich mein Problem hier gewesen. Sie haben es dann auf der ersten Folie drauf. Das ist nämlich auch die Überleitung zum Thema mit den Folien. Zum einen, meine Kollegen fordern, bitte die Folien noch an die Kollegin in der Zentrale schicken, dass sie es dann nachher zur Verteilung bereitstellen kann. Und für Sie als Teilnehmer des Webinars, Sie bekommen dann die Folien als Download-Link in den nächsten Tagen an die E-Mail-Adresse zugeschickt, mit der Sie sich angemeldet haben. Hiermit darf ich mich quasi gleich im Namen aller Vortragenden heute als Gastgeber bei Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Wenn Sie laufende Projekte und dergleichen mehr haben, wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg damit und natürlich auch eine rasche Umsetzung. Wenn wir Ihnen dabei unterstützend zur Hand gehen dürfen, bitte sehr gerne kommen Sie auf uns zu. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir Ihnen vielleicht einmal bei einer Live-Veranstaltung persönlich begegnen dürfen oder ansonsten vielleicht bei einem unserer Webinare in der nächsten Zeit. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg, einen schönen Tag, auf Wiederhören.